Hallo Welt, hallo Freunde, ihr seid eingeschaltet bei JB Wellness und heute möchte ich berichten über meine Erfahrungen beim Wirbelsäulen-Seminar von Angie Holzschuh. Das ist nun etwa 2 Wochen her oder 3 sogar schon, dass ich dort war und in Heilbronn fand das Ganze statt und es begann mit einem Workshop. Der Workshop ging 1 Stunde und da wurde erklärt und auch nochmal ein bisschen gezeigt und ein bisschen korrigiert, wie man denn nun diesen Holzlöffel ansetzt, wo man ihn ansetzt, wie man sich dann bewegt in der Selbstbehandlung. Also das ist dieser Holzlöffel, den man dann so anfasst und sich dann so in die Wirbelsäule rammt. Ja, da war ich noch ein bisschen reserviert. Ich war mit einer Begleitung da. Wir haben die Termine bekommen, die letzten Termine eigentlich an dem Wirbelsäulenseminar am Sonntagnachmittag. Die beiden letzten Termine um 17 und 18 Uhr. Und waren insofern beim Workshop um 16 Uhr. Und ja, ich schätze mal, der Workshop war am Sonnabendmorgen dann auch etwas mit mehr Elan vorgetragen. Ich war, wie gesagt, noch ein bisschen reserviert bei dem Workshop, weil mir die Selbstbehandlung bis dahin schwer fiel und der Workshop mir nun auch nicht unbedingt so viel mehr gebracht hat, als ich dem Video schon entnommen hätte. Ein kleines bisschen mehr schon, aber das Wichtige und Interessante war ja dann die Behandlung selber durch die Therapeuten und durch Angie Holzschuh. Ich war, wie gesagt, in Begleitung. Meine Begleitung war dann zuerst dran und ich konnte dann schon mal so linsen, was da passiert. Also es werden zwei Einheiten à 30 Minuten von jeweils einem Therapeuten gemacht. Das heißt, ein Therapeut behandelt 30 Minuten, dann wird gewechselt und dann behandelt ein anderer Therapeut 30 Minuten. Und die Gruppe insgesamt waren, glaube ich, so um die 10 Leute. Ich weiß nicht, ich habe nicht gezählt. Und Angie Holzschuh ging dann immer rum, hat selber etwas therapiert mit dem Löffel, eingegriffen ins Geschehen und dann aber auch den Therapeuten etwas angeleitet, hier und da mal was dazu gesagt. Mein Eindruck von den Therapeuten war, dass sie durchaus genau wissen, was sie tun und also auch sehr kompetent wirkten auf mich. Und wir waren, wie gesagt, wir hatten das letzte Zeitfenster, was man buchen konnte am Sonntagabend um 18 Uhr. Und danach wurde abgebaut und danach haben die Therapeuten sich selber auch noch untereinander behandelt. Was für mich ein sehr gutes Zeichen dafür war, dass sie also diese Therapieform aus tiefster Überzeugung machen und eben auch an sich selber anwenden. Als meine Begleitung dann fertig war, hatten wir so einen kurzen Übergabemoment, wo sie mir dann sagte, okay, dann nimm mal lieber den Therapeuten, der hat das ein bisschen besser gemacht als der von den beiden. Und wenn sie kommt, also Angie, das ist die Hölle. Nun hatte ich in dem Video Gedanken vorher auch schon erwähnt, das sieht beängstigend aus, es sieht schmerzhaft aus und es soll wohl auch schmerzhaft sein. Und ja, es war schmerzhaft. Ich kam also dran und der Therapeut hat dann angefangen, den Löffel angesetzt, ist da in die Wirbelsäule reingegangen. Wow! Und ich muss sagen, das waren Schmerzen erster Ordnung. Für mich jetzt so vergleichbar mit Zahnarztschmerzen. Wobei ich eigentlich relativ entspannt beim Zahnarzt bin. Eben auch, weil ich eine Methode, eine Atemtechnik übernommen habe, damals aus dem Kampfsport mal, wie ich relativ gut Schmerzen so wegatmen kann. Also einatmen, ausatmen und dabei anspannen.
So, nun hat der Therapeut da seine Linien gezogen in meinem Rücken. Und dann kam Angie und jetzt habe ich gedacht, wow, jetzt wird's hart. Aber nee, weit gefehlt. Angie hat nur einmal kurz angesetzt den Löffel und meinte, hey, du bist viel zu verkrampft, mach dir erstmal locker. Und dann meinte ich, ja, ist gut reden bei den Schmerzen hier mit locker. Uff. Und dann meinte sie, ja, nützt ja nichts, wir müssen da rein, wir müssen tief in deinen Rücken rein und wenn du dich verkrampfst, dann können wir da nicht so gut arbeiten. Lass das einfach zu, lass es einfach los, ob es weh tut oder nicht. Also habe ich gedacht, pow, damit hat sie mir ja meine komplette Technik quasi weggenommen. Und dann habe ich gedacht, okay, aber ich will ja das meiste rausholen aus dieser Situation und habe dann wie so ein Mantra immer vor mich hin gebrabbelt im Kopf, ich lasse los, ich lasse los, ich lasse los. Ja, so tat ich dann und ja, es war wirklich, also es war zu ertragen, aber es war wirklich hart. Also es fühlt sich an, wie wenn ein glühendes Stück Eisen in die Wirbelsäule eingeführt wird und dann dort verharrt. So. Also an dem Punkt, wo es wirklich richtig schmerzhaft ist, verharrt es dann. Wow, also hat mir die Tränen in die Augen getrieben, muss ich sagen. Dann kam Angie nochmal rum. Ich habe dann mich so in dieses Mantra rein meditiert, wie auch immer, dass ich also schon noch mitbekommen habe, was da passierte. Aber es hat auch länger gedauert, bis ich dann aus dieser Meditation so ein bisschen wieder hochkam, als dann der zweite Therapeut fertig war. Also das ist schon eine sehr intensive Behandlung gewesen. Ja, zu den Schmerzen sei noch gesagt, es gibt zwei unterschiedliche Arten da von Schmerzen, die man unterscheiden muss. Das eine ist dieser eben beschriebene glühende tiefe Schmerz, der sozusagen gute Schmerz. Da hat der Therapeut auch gesagt, das ist dieser Schmerz, wenn du jetzt dich selber behandelst und du triffst auf diesen Schmerz, das ist der Schmerzpunkt, an dem musst du arbeiten. Ich weiß gar nicht, ob ich in der Lage wäre, mir selber solche Schmerzen zuzufügen, aber gut. Der zweite Schmerz ist der Oberflächenschmerz, der eben dadurch verursacht wird, dass man mit dem Löffel halt richtig mit Kraft in die Haut reindrückt. Das tut natürlich weh. Und hinterlässt auch dolle Spuren. Meine Bekleidung hatte richtig dolle blaue Flecke auch im Nachhinein. Und wir waren doch sehr glücklich, dass wir uns entschieden haben, nicht direkt wieder nach dem Seminar zurück nach Hamburg zu fahren, sondern erstmal eine Nacht im Hotel ausruhen zu können, bevor wir 6 Stunden mit dem Rücken an einem Autositz angelehnt verbringen müssen. Das haben wir dann am nächsten Tag gemacht und das war immer noch jeder Huppel über den Aber das waren, wie gesagt, das waren die Oberflächenschmerzen. Diese anderen, diese tiefen Schmerzen, die waren sofort vorbei, wenn der Löffel da wieder rausgenommen wurde. Ich habe ja vorher auch jetzt noch, ich bin ja nicht mit Rückenschmerzen wirklich angetreten, meine Begleitung schon. Also die Person hat einen sehr empfindlichen Rücken auch. Eine falsche Bewegung oder was Falsches angehoben, das rächt sich dann auch sofort. Und auch dieser sehr empfindliche Schmerzrücken durch diesen Löffel massiv malträtiert, tat danach nicht weh, nur während der Behandlung. Danach war alles gut. Ich werde auch gleich noch mal ein paar Fotos einblenden, wie dann so ein Rücken danach aussieht. Ja, wie ist das Ergebnis denn? Aussieht.
Ja, wie ist das Ergebnis denn nun von der Behandlung? Am nächsten Tag nach Hamburg gefahren, am Tag danach bin ich dann rückwärts in eine Einfahrt und habe mich so umgedreht und habe gedacht, wow, was ist das denn? In dem einen Video von Angie Holzschuh kommt einer der Surfer, die sie da in Hawaii behandelt, zu Wort, der sagt, er hat das Gefühl, sein Kopf dreht sich wie eine Eule. Und das Gefühl hatte ich auch. Ich hatte das Gefühl, ich kann mich wirklich viel leichter drehen. Das war gut. Das war besser als vorher, definitiv. Und im weiteren Verlauf des Tages hatte ich dann Ladetätigkeiten, sag ich mal, 12 Gegenstände aus dem Auto rausheben, etwa 10 Kilo schwer, so im Rücken rausheben. Und da habe ich gemerkt, das tut richtig gut. Der Rücken fühlt sich richtig gut an. Also sehr positive Gefühle hinterher. Ich kann mich natürlich nicht als Blaupause daneben stellen und sagen, okay, wie wäre es jetzt gewesen ohne und dann die feinen Unterschiede. Man gewöhnt sich ja auch schnell an etwas Neues, Besseres. Und der Test für mich, der steht noch aus. Das ist das nächste Mal Yoga, Bikram-Yoga. Ich habe da auch einen eigenen Bikram-Kanal. Das wird dann der Test werden, inwieweit sich da wirklich etwas groß verändert hat. Meine Begleitung kann auch von positiven Veränderungen berichten. Der Rücken ist definitiv besser geworden. Also es hat sich gelohnt. Und ob es nun von langer Dauer ist, diese Veränderung, das weiß man nicht. Aber Angie Holzschuh sagt auch, dieses Wirbelsäulenseminar ist nur der Anfang für eine Behandlung, die man dann selber weiterführen soll. Und das wollen wir denn jetzt auch machen. Und ich werde mir aber dazu nochmal das Buch holen von Angie Holzschuh, weil ich möchte da gerne noch mehr wissen, auch noch mehr Theorie, Hintergedanken über die Wirbelsäule, wie das alles funktioniert. Und da wird es dann vielleicht von diesem Video noch einen dritten Teil geben, die Selbstbehandlung nach dem Seminar von Angie Holzschuh. Und vielleicht fahre ich da auch noch mal hin in einem Jahr oder so, weil das tat schon richtig gut. Also insgesamt kann ich diese Therapiemöglichkeit empfehlen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich erstmal einen schönen Tag. Ich bin raus. Macht's gut.